Look, there is a cat. Oh wait, there are two dogs. Einmal there is, einmal there are. Aber was bedeutet das? Und wofür steht das? Bleib dran, gleich weißt du's. Let's go! Im Englischen verwendet man there is für eine einzelne Sache, Person, Ding oder Tier. There are für mehrere Sachen, Personen, Dinge oder Tiere. Im Deutschen übersetzt heißt there is bzw. there are dort ist bzw. dort sind. Es gibt, es liegt bzw. es liegen, es steht bzw. es stehen oder auch es befindet bzw. befinden sich. Da musst du immer schauen, wie es vom Inhalt und vom Sinn her passt. Gönnen wir uns dazu vier Beispiele. There is a cat. Da ist eine Katze. Alternativ kann man natürlich auch sagen, da liegt eine Katze oder da befindet sich eine Katze. There are my friends. Da sind meine Freunde. Oder auch, da stehen meine Freunde, da befinden sich meine Freunde. There is a book on the table. Da ist ein Buch auf dem Tisch, beziehungsweise auch, da liegt ein Buch auf dem Tisch. There are many mobile phones on the table. Da sind viele Smartphones auf dem Tisch. Alternativ, da liegen bzw. da befinden sich viele Smartphones auf dem Tisch. Fragen können ebenfalls mit there is bzw. there are formuliert werden. Dabei wird aber das there hinter die konjugierte Verbform is bzw. are gestellt. Aus dem Aussagesatz there is a cat wird also is there a cat? Schauen wir uns einen zweiten Aussagesatz als Beispiel an. Aus dem Aussagesatz there are my friends wird are there my friends? Wenn du nicht daneben stehst, weißt du schließlich nicht, ob da zum Beispiel eine Katze oder deine Freunde sind. Auch bei there is bzw. there are kann die Langform oder die Kurzform genutzt werden. There is bzw. there are sind die Langformen, there's und there're die Kurzformen. Die Kurzformen werden hauptsächlich beim Sprechen und in der Umgangssprache verwendet. Und noch eine letzte Sache sollte man wissen. Stellt jemand eine Frage, muss die Antwort nicht komplett ausformuliert werden, sondern man kann mit Yes, there is oder No, there is not antworten. Im Plural lauten die Formen dann entsprechend Yes, there are bzw. No, there are not. Und wie sieht das Ganze aus, wenn für die Antworten die Kurzform genutzt werden soll? Das geht nur im Fall der Verneinung und dafür werden die entsprechenden beiden Antwortmöglichkeiten No, there isn't bzw. No, there aren't gebraucht. Du fragst dich, wie du formulieren musst, wenn du speziell deinen Besitz anzeigen willst? Dazu sehen wir uns im nächsten Video die Possessivpronomen an. Tippe oder klicke hier links oder schau in unsere große Englisch-Playlist. Video und Freunde teilen, abonnieren und Daumen hoch freut uns sehr. So long, bye!